Also wir können wirklich eigentlich, dass, wenn es für dich okay ist, wirklich machen, also wirklich in dieser Grössenordnung mal machen. Also ich würde, also weißt du, also, da geht es um Beträge, wo ich finde, ja, das ist eben für wirklich Erfahrung zu sammeln, für mal zu schauen, wie das tut. Und finde ich, das ist tipptopp. Also. Ja. Ja, das ist gut. Das machen wir jetzt. Fangen wir einfach an. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Darum sage ich auch 8'000 Franken. Das ist ein Betrag, wo du, sagen wir mal, wenn du auf eine Aktie, ich habe für eine Aktie, auf der schlimmsten Aktie über 80% verloren. Meyerburger. Das ist die einzige, die ich aus dem Buch gekauft habe. Ist auch okay. Wo ich nicht auf mit der Mobilmap-Methode gekauft habe. Wenn du 2'000 Franken investierst und du verlierst 80%, hast du 1'600 Franken verloren. Das ist der Worst Case von 8'000 Franken. Und ist immer noch verkraftbar, weil du lernst viel dabei. Und nach 5 Jahren ist es 1'600 Franken von 5 mal 8'000 Franken, von 40'000 Franken. Also es wird immer kleiner. Ich selber habe 100'000 Franken angelegt, 5'000 jede Aktie und ich habe in dieser 4'000 verloren. Aber ich habe gleichzeitig mit den anderen 19 Aktien genug verdient, dass ich nicht negativ war. Das ist aber ein Zufall, das war einfach das Jahr. Das ist eine wichtige Aussage, oder? Für mich als Neuling in diesem Bereich. Also selbst wenn du dort auf dieser Aktie 80% Verlust hast eingefahren, hast du in deinem Portfolio, das du anlegst, nicht einen Verlust. Nein, wenn die Aktienmärkte gut sind. Aber immer dann, wenn die Aktienmärkte schlecht sind, hast du auf dem ganzen Portfolio einen Verlust. Das kannst du nicht umgehen. Wenn du aber regelmäßig investierst, einer der wichtigsten Punkte, den ich gesagt habe, oder du musst regelmäßig über Zeit investieren, dann hast du nach ein paar Jahren nicht mehr die Möglichkeit, negativ zu gehen. Das ist gar nicht möglich. Und selbst wenn ein riesen Crash kommt und du bleibst dabei, bist du schon ein Jahr später wieder positiv, weil du so günstig hast können einkaufen. Das bleibt relativ schwierig, intuitiv das zu fassen. Ja, ich tue dir das noch beweisen. Ich bin dran, 2-3 Videos zu dem Thema zu machen. Ja, es hat nur einen Markt gegeben, wo das nicht der Fall ist. Kannst du dich erinnern, wo man von den PIX-Ländern geredet hat? Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, das sind so Picks, weißt du, das haben die Engländer gemacht, oder? Das sind die Schweineländer, oder? Dort geht alles schlecht. Und natürlich sind in all diesen 4 Ländern sind die Märkte, die Aktienmärkte brutal runtergefallen. Was ich mal gemacht habe, ich habe mal gesagt, okay, jetzt nehmen wir nicht an, dass sie vom Peak runtergefallen, sondern wir nehmen an, wir investieren seit dem Peak jedes Jahr gleich viel. Bis jetzt, wo sie ganz unten sind. Ja. Und das Resultat war, dass in allen Märkten außer Griechenland positive Renditen rausgeschaut haben. Obwohl es die schlechtesten Märkte sind in Europa. Nur in Griechenland nicht. Und ich habe das genauer angeschaut. Und die Situation war dort, du hast an den Börsen in Griechenland wirklich nur griechische Firmen gehabt, die in der griechischen Marktwirtschaft, Tourismus-Services, Real Estate, Telekommunikation, Energie angeboten haben. Und der Markt ist komplett zusammengefallen. Also, das würde man auch niemand machen. Also niemand würde nur in Griechenland investieren. Sogar wenn du sagst, ich investiere in Emerging-Länder in Europa, würdest du in mehrere investieren. Und auch dann hättest du kein Problem.